Herzlich willkommen bei Wissen vor 8. Sie kennen bestimmt den Spruch, du bist eine Null. Das Nichts ist irgendwie negativ belegt. Doch warum ist die Null schlecht? Du hast ganz offensichtlich die falsche Einstellung. Du bist eine Null. Du erinnerst mich an deinen Vater, als der hier war. Der war auch eine Null. Zero, zero. Denn die Null ist etwas Besonderes. Es ist das Nichts. Der gottlose Raum. Und der war lange Jahre ein Tabu. Du bist eine Null. Null. Wenn ich die 1 bin, dann bist du wohl die Null. Die Null muss fallen. Die Null muss fallen. Das wird eine leichte Aufgabe. Ich freue mich auf das Spiel. Wir haben lange gebraucht, aber jetzt wissen wir es. Die Null ist nichts. Einen wunderschönen guten Morgen. 8 Uhr und 8 Minuten haben wir's. Was bringt uns dieser Tag? Auf alle Fälle bringt er uns keinen Lil Marco. Und jetzt keine Chance von Almaninator. Es ist endlich soweit, das Viertelfinale hat begonnen. Deshalb bist du das letzte Mal noch lebend davon gekommen. Doch dieses Mal ist dein Problem schwarz, rot und gold. Mit meinen Parts und dir habt jetzt ein Riesenmisserfolg. Ich würde dich gern zerteilen, aber da gibt's ein Problem. Würde ich bei dem Plan verweilen, wär's ein Fehler im System. Nullen lassen sich nicht teilen, Mann, das weiß doch wirklich jeder. Nichtsdestotrotz bist du dran, du gewaltiger Eber. Muss schon sagen, im Bild hast du die T-Pose echt schön drauf. Steht das T etwa für Tim oder doch tödliches aus? Was für Tim ist Game? Mach jetzt bloß keine Dummheiten, während du dabei bist, schwule Menschen zu verbreiten. Denkst du ehrlich, so eine homophobe Scheiße geht mir nach? Verdrängst du nicht etwas? Dein Name ist Gay, nur mit einem K. Behauptest von dir selber Alfred Hitchcock zu sein. Gewicht passt. Sind die MacGuffins deine Lines? Lakitu ist dein dreckiger Arzt, machst ihn dafür nieder und klein. Doch wer blieb statt einem Jahr Schule lieber daheim? Brust sowohl Shaggy und Lakitu, dass sie Narben haben werden. Seh nur die an deinem Arm, denn du willst ab jetzt einfach sterben. Und nur weil es das Thema untermauert und komplimentiert, selbst dein Steam-Account wird schon von Swastikas boykottiert. Um dich aus den Gang zu ziehen, brauchst dich mal Paparazzi nennt sich Holocaust Howard. Also wer ist hier der Nazi? Kai Zero Chancen, das Turnier zu gewinnen. Kai Zero Chancen, sich meinem Sieg zu entrinnen. Kai Zero Personen, die um dich trauern werden. Kai Infinity Person, freuen dich jetzt schon auf dein Sterben. Nadrit? Ich mache mir hier gerade eine warme Milch. Für die Stimme. Man muss sie auch schonen, ne? Nicht, dass die noch weg ist oder so. So wie deine Ehre. Fühlst du dich schon zerstört bisher? Willst wissen, wie es weitergeht, ne? Ja, es ist blöd zu warten, ne? Es ist blöd zu warten. Immer diese Wartereien. Aber lässt ja zum Glück nie jemanden warten, also. Das würde dir gar nicht einfallen, jemanden warten zu lassen. Du doch nicht. Du brichst nicht nur die Herzen, sondern auch noch die Regeln. Da gibt's nichts auszumerzen, du hast zu spät abgegeben. Aber kann schon mal passieren, vergiss mal die Abgabe. Wenn man schon dabei ist, auch gleich noch ein paar Geburtstage. Dein Kanal ist so tot wie deine fucking Schwimmlage. Na, das nenn ich mal Hingabe. Ich zitiere hier mal Shaggy, du räumst bald die Regale. Nur ist selbst das für dich noch eine zu große Aufgabe. Versuchst mit Lucky Punches gegen Disrespect was zu treffen. Dir in einer Scheiße groß zu sein, wird dich jetzt auch nicht mehr retten. Bin gespannt, ob du versuchst auch hier auf ein paar Lines zu wetten. Selbst wenn's klappt, ändert sich's daran, dass sie zutreffen. Aus dein Sorry raus für 11 Minuten schlechte Qualität. Doch das für deine Videos kommt langsam echt zu spät. Was soll diese Loop-Scheiße? Kennst du Abwechslung? Das sind MP4s, keine GIFs. Traurige Verwechslung. Ich pack dir noch ne zweite Hook dazu, die ersetzt dann deine Blamage gegen La La Lucky Tut. Für dich, dass du Shaggy gesagt hast, dass er ein Lügner ist, da du ihn nicht nochmal in diesem Turnier triffst.
schön zu wissen. K1 ist also dein Idol drauf geschissen. Dann sag ich dir gleich mal lebewohl. Aber Tim, ist er nicht dein lyrischer Navigator? Kennst du Ironie? Ich bin ein lyrischer Diktator. Ich buch dir mit der Visa direkt einen Flug aus dem Turnier. Wachst im Flug auf und denkst dir: What's going on here? Kai, was soll immer diese monotone Stimme, ey? Ich schlaf bei dir schneller ein als mit guten Candy K. Komm und heu, weil ich dich auf deine Stimme reduziere. Aber Dreed, das ist nun mal ein Rap-Turnier. Man könnte denken, ich hab damit schon alles abgedeckt. Aufgedeckt, dich gerackt, doch du hast doch mehr versteckt. Du bist Mike Oskowski, dann hol schon mal den Krankenpfleger. Denn wenn du das Monster bist, bin ich der Stahlträger. Es ist dir klar, ich werd mich als Sieger offenbaren. Es ist wahr, selbst du lobst mich schon in den Kommentaren. Und ich pack dir noch ne zweite Hook dazu. Die ersetzt dann deine Blamage gegen Lala Lucky Tut. Für dich, dass du Shaggy gesagt hast, dass er ein Lügner ist, da du ihn nicht nochmal in diesem Turnier triffst. Da du ihn nicht nochmal in diesem Turnier triffst. Da du ihn nicht nochmal in diesem Turnier triffst. Wie du schon sagtest, alle guten Dinge sind drei. Und deshalb hab ich jetzt noch einen dritten Beat mit dabei. Wie deiner Oma scheint dir ein Bein zu fehlen. Nichtsdestotrotz kann ich immer noch zwei zählen. Deine schnell gemachten Texte sind für mich schon strafbar. Was interessiert mich deine Oma? Ist ja nicht ertragbar. Jetzt mal ehrlich, ich frag mich, was dein Plan war. Reimt sich sogar und es war? Sag mal Nachbar, bei deiner Rechtschreibung werd ich zum Grammar-Nazi. Ich versuch die Feder zu ziehen, doch das Drama endet nie. Und was war hier los? Reparier mal deine Leertaste. Ach, und willst schon abreisen, obwohl ich grad erstarrte? Hey Kai, ich hab da meine Big Bang Theory. Für nen guten Song trifft man am besten den Takt der Melodie. Hier gibt's keine Angriffsfläche, Tim, schön gesprochen. Doch leider hat dein erster Tweet das Versprechen schon gebrochen. Kai, dass deine Runde ab jetzt besser wird, zeigt dein Respekt. Doch leider macht es die Scheiße der letzten Songs jetzt auch nicht weg. Bei dem wutsch ich zurecht. Komm, setz elf Mann die Grenzen. Vielleicht kannst du ab jetzt als Statist mal richtig helfen und auch glänzen. Ich heb ab, dabei dachte ich, du bist hier der Astronaut. Doch so ne Bruchlandung hätte ich dich mal dem IS zugetraut. Du denkst endlich von dir selbst, du wärst der heilige Gral. Doch das hier ist dein Ende und mein Victory Royale. Hallo, wer ist da? Heiko Schotte von der Reinigungsfirma Lausen GmbH. Jan, was wollen Sie hier? Mein Chef hat mir gesagt, ich soll hier sauber machen. Hier ist doch jemand gestorben, oder nicht? Oh, nicht noch jemand! Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Ich